Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ja neue Kunden und Interessenten sowie Geschäftspartner über das Internet gewinnen kannst und wie du dir ein lukratives Geschäft von zu Hause aus aufbaust. Bevor ich dir das System zeige, mit dem ich täglich neue Interessenten gewinne, will ich, dass du Folgendes weißt. Egal, was du auch immer jetzt lernen wirst, es kann nur Wirklichkeit werden, wenn du eine Entscheidung triffst und anfängst. Nur durch Tun wird sich dein Leben verändern und es gilt für alles, was du machst im Leben. Wenn du nur das Wissen hier haben möchtest, ohne es auch umzusetzen, dann stoppe jetzt am besten hier das Video, denn so verschwendest du nur deine Zeit. Solltest du aber wirklich an einer Veränderung deiner Situation interessiert sein, dann werden dich die Informationen, die du jetzt hier bekommst, dabei unterstützen. Egal, was du jetzt gerade beruflich machst, ob du Networker bist, Unternehmer, Selbstständiger, Angestellter, ja, oder ob du gerne einfach nur über das Internet Geld verdienen willst. Mit diesen Informationen kannst du es schaffen, deine Ziele zu erreichen und den Lifestyle zu leben, den du willst. Aber jetzt lass uns beginnen. Ziel des ganzen Videos hier ist es nicht, dich mit Informationen zu überfrachten, die du gar nicht benötigst. Du fragst ja auch nicht, wie der Strom aus der Steckdose kommt, sondern wichtig ist, dass du weißt, wenn du den Stecker in die Steckdose steckst, dass dann der Strom zur Verfügung steht. Wahr oder wahr? Also, wichtig ist, dass du verstehst, dass Geld verdienen im Internet nicht funktioniert, indem du dir alle möglichen Infos reinziehst, sondern nur, wenn du startest. Beginne lieber unperfekt und bessere im Laufe der Zeit nach, als erst alle möglichen Informationen zu sammeln und dann wegen Information Overload gar nicht erst zu beginnen. Nochmal, du musst nicht perfekt sein. Und als Beweis habe ich dir hier sogar in dieser Präsentation absichtlich nicht auf Rechtschreibfehler geachtet. Ich habe einfach drauf losgelegt und einfach begonnen, weil es ist egal, ob Rechtschreibfehler drin sind. Wichtig ist, die Botschaft darüber kommt und so solltest du es sehen. Lieber unperfekt gestartet als perfekt aufgeschoben. Und damit du weißt, mit wem du es hier zu tun hast, möchte ich dir kurz meine Geschichte erzählen. Ich weiß, du bist nicht wegen mir hier, deswegen werde ich es auch im Schnelldurchlauf machen. Mein Name ist Oliver Schiermann. Begonnen habe ich meine berufliche Laufbahn mit der Ausbildung zum Industriemechaniker. Ich habe in einem weltweit tätigen Unternehmen eine gute Ausbildung gemacht und schnell gemerkt, ja, dass man als Angestellter nicht wirklich reich werden kann. Außerdem war es nicht meine Vorstellung von einem glücklichen und erfüllten Leben, ja, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, das ganze 40 Jahre lang und dann in Rente zu gehen, ja, mit einer ganz, ganz mickrigen Rente meinen Lebensabend verbringen zu müssen. Meine Meinung ist immer noch, ja, dass das Leben jetzt stattfindet und nicht erst mit 67 oder 60 oder 65, sondern das Leben ist wie, ja, eine Sanduhr. Ja, man weiß nie, wann das letzte Sandkorn eben durch die Öffnung fällt und von daher ist es wichtig, sein Leben jetzt zu leben und auch die Mittel zu haben und die Zeit zu haben, auch jetzt das tun zu können, was man sich wünscht. Also beschloss ich, meinen Job zu kündigen und habe mich selbstständig gemacht. Ich stieg im Vertrieb ein, versuchte parallel dazu, ja, ein lukratives Internetgeschäft von zu Hause aus aufzubauen. Und gleich vorneweg, ich scheiterte kläglich, da mich einfach die Technik damals extrem überfordert hat. Im Vertrieb lief zunächst alles nach Plan, solange ich in meinem warmen Markt war. Als ich jedoch erkannt habe, ja, dass diese Oldschool-Akquise-Methoden, ja, nachdem ich dann im kalten Markt gearbeitet habe, nicht wirklich funktionierten, beziehungsweise der Einsatz nicht im Verhältnis zum Ertrag stand, ja, da wurde mir einfach eins klar, dass ich mit diesem Weg ja nur schwer meine Ziele erreichen würde oder ich müsste einen großen Preis dafür bezahlen. Mir wurde klar, ja, dass das Internet meine Chance sein würde und so studierte ich dann die Menschen und die Unternehmen, die über das Internet erfolgreich arbeiten. Ich schaute mir an, ja, was die Erfolgreichen im Internet machten und vor allen Dingen, wie sie es machen. Und dann kam vor etwas mehr als 3 Jahren die Zeit, ja, in der ich erkannt habe, dass die Technik mittlerweile so einfach geworden ist, dass es nun möglich war, und zwar für jeden, der es wirklich will, sein Geschäft über das Internet profitabler zu machen oder eben, ja, von zu Hause ein ganz neues Geschäft aufzubauen. Heute, also etwas mehr als 3 Jahre später, gewinne ich täglich Interessenten, generiere Kunden und Partner für meine Unternehmen über das Internet. Und das Schöne am Internet ist ganz einfach, dass sich vieles automatisieren lässt. Und dass mein System für mich, ja, Interessenten und Kunden vollautomatisch gewinnt, egal ob ich gerade am Strand, in der Hängematte liege, einen Cocktail schlürfe oder diese Präsentation hier mache.
Mein System, einmal aufgesetzt, gewinnt vollautomatisch Interessenten und Kunden für mich. Und wenn ich vom Internet spreche, dann spreche ich hier hauptsächlich von meinem Blog, weil den Blog könnte ich mir aus meinem Leben gar nicht mehr wegdenken. Für alle unter euch, die jetzt auch noch Beweise brauchen, ich weiß ja, es wird im Internet immer viel mit Schecks gewedelt, ich gehöre da nicht dazu, aber für alle diejenigen, die trotzdem Beweis brauchen, dass das System, das was ich dir jetzt gleich im Folgenden zeige, funktioniert, zeige ich dir einen Screenshot aus meinem E-Mail-Postfach, an dem du einfach erkennen kannst, dass das, was ich hier beschreibe, tatsächlich funktioniert und dass ich über diesen Weg ja bereits hunderte Interessenten gewonnen habe und dementsprechend auch Kunden darüber generiere. Du siehst also hier einen Auszug aus meinem E-Mail-Postfach und zwar geht es am 12.07. hier los, bis heute 10.07 Uhr. Diese Interessenten, die sind absolut gratis generiert. Hier wurde nichts mit Werbung gemacht, gar nichts, sondern es kommt alles hauptsächlich über meinen Blog. Und dementsprechend, ja, siehst du auch schon, wie wichtig der Blog für mich und für mein Unternehmen ist. Wichtig ist, dass du beginnst. Und dazu musst du eben eine klare Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen, wie dein Leben aussehen soll. Du bekommst nur das vom Leben, was du wirklich willst. Also, was willst du wirklich? Nimm mal ein leeres Blatt Papier und schreib ganz oben mit ganz fetten Buchstaben drauf: Was will ich wirklich? Und dann fang an, dieses Blatt zu füllen. Überleg dir wirklich mal ganz genau, wofür brennst du? Was willst du wirklich haben in deinem Leben? Und dann musst du wissen, ja, warum du das Ganze willst. Das Warum ist deine tiefe Motivation, die dich antreibt und auch dann durchhalten lässt, wenn mal etwas nicht so läuft. Die Motivation, beziehungsweise das Warum, das vergleiche ich immer mit dem Auto. Was beim Auto der Treibstoff ist, also der Sprit, das ist das Warum bei der Motivation. Weil wenn der Treibstoff unterwegs ausgeht, das heißt, wenn dein Warum nicht stark genug ist, dann wirst du irgendwann abbrechen oder irgendjemand wird dir irgendein Märchen, irgendeine Geschichte erzählen, du wirst kein Selbstvertrauen haben und. Das ist wie so ein Teufelskreis. Auf jeden Fall führt er dann dahin, dass du dein Ziel nicht erreichst. Wenn dein Warum stark genug ist, dann wird das Wie umso leichter werden. Wenn du noch nicht weißt, warum du gewisse Dinge verändern oder tun willst, dann ist es jetzt einfach an der Zeit, sich einmal hinzusetzen und anzufangen, aufzuschreiben, ja, was dein Warum ist, warum du über das Internet dein Geld verdienen willst, warum du von zu Hause aus arbeiten willst. Was bringt dir das Ganze überhaupt? Was hast du davon? Was ist deine wahre, was ist deine tiefe Motivation tief in dir drin? Und glaub mir eins, Geld ist es nicht. Geld ist wichtig, ich liebe Geld, aber Geld ist nicht die Motivation, von der ich hier spreche. Ich zeige dir einfach mal, was mein Warum war. Und immer noch ist. Mein Warum ist, ich wollte ein angenehmes Leben haben, in dem ich bestimme, wann, wo und wie viel ich arbeite. Ich wollte einfach, dass ich nur noch mit ernsthaft interessierten Menschen über mein Geschäft sprechen kann. Ich war es einfach leid, Produkte an Menschen zu verkaufen, die ich erst noch mit schwerer Arbeit überzeugen musste, ja. Und ich wollte Wahlmöglichkeiten haben und nur noch mit Menschen arbeiten, mit denen es Spaß macht zu arbeiten. Nur noch mit Menschen arbeiten, auf die ich wirklich Lust hatte. Ich wollte nur noch Aufträge annehmen können, auf die ich so richtig Lust hatte. Und ich wollte passive Einkommensströme aufbauen, die man eben einfach benötigt, wenn man unabhängig sein will. Also nochmal, was ist dein Warum? Das ist, wenn du nur die Antwort auf diese Frage heute hier kriegst, dann hat sich das Video schon gelohnt. Was ist dein Warum? Setz dich hin, mach dir Gedanken drüber, warum willst du das Ganze? Oft werde ich gefragt, ob man wirklich von zu Hause aus Geld verdienen kann. Und die Antwort lautet hier eindeutig ja. Das Problem an der Sache ist, dass die meisten es nicht glauben können. Ja, weil sie von Beginn ihres Lebens an darauf konditioniert werden, ja, an einen Arbeitsplatz zu gehen, ihre Arbeit dort zu verrichten und dann ihre wertvolle Lebenszeit gegen Geld einzutauschen. Und das machen circa 70% der Menschen. Aber von zu Hause aus Geld zu verdienen ist absolut möglich. Aber es geht eben auch nur, wenn du ja Produkte oder Dienstleistungen anbietest, für die du nicht physisch anwesend sein musst, um sie zu verkaufen. Ja, das können zum Beispiel digitale Produkte in Kombination mit deinem Blog sein. Ja, das ist eine geniale Möglichkeit, um sich passive Einkommensströme über das Internet aufzubauen. Du musst aber nicht erst selbst aufwendig Produkte erstellen, sondern du kannst auch die Produkte von anderen verwenden und dich quasi für die Vermittlung bezahlen lassen, indem du dann für jeden Verkauf 10, 20, 30 oder sogar 100% Provision erhältst. So, und genau das bekommst du in unserem Team. Du bekommst Produkte, die du über das Internet verkaufen kannst, das System, nach welchem ich arbeite und die Unterstützung durch unsere Community,
ja, so wie Trainings, Webinare, unsere Zugang zur Internet Marketing Akademie. Du kannst Fragen stellen, ja, und so weiter und so fort, vieles mehr. Also für uns ist wichtig, dass du vorwärts kommst und deswegen möchten wir dich hier dabei auch unterstützen. Du kannst auf drei Wegen, ja, dein Geld verdienen, wenn man so will. Ja, als erste Möglichkeit, du tauschst deine Zeit einfach gegen Geld. Das heißt, du gehst zur Arbeit, bringst für deinen Chef einen Mehrwert und bekommst dafür Geld. Der Nachteil ist, du begrenzt hier in der Regel dein Einkommen, weil ja, du ja auch nicht mehr wie 24 Stunden am Tag arbeiten kannst. Die zweite Möglichkeit ist, du investierst Geld, um Geld zu machen, also sprich, du investierst in Aktien, in Immobilien, ja, und bekommst dann dort raus Rendite, vermehrst dein Geld und verdienst eben dort auch dein Einkommen. Die dritte Möglichkeit, und das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, die man wählen kann, dann zusammen später in Kombination mit der zweiten Möglichkeit, du investierst einmalig Zeit, um unternehmerische Systeme aufzubauen, die dir dann regelmäßig Einnahmen bescheren. Du investierst einmal Zeit und kannst dann für nahezu ewig, ja, davon profitieren. Aber egal für welche der drei Möglichkeiten du dich entscheidest, eines musst du tun, um erfolgreich zu werden. Und das ist, die Probleme anderer Menschen zu lösen. Und je besser dir das gelingt, umso mehr Erfolg wirst du haben. Und deswegen bin ich auch vom Bloggen so begeistert, weil genau hier der Ansatz ist. Wenn du auf deinem Blog die Probleme anderer Menschen löst, dann wirst du früher oder später dementsprechend auch entlohnt werden. Und genauso auf dieser Basis funktioniert eben das Internet. Menschen gehen ins Internet, zum Beispiel auf die Seite der Suchmaschine von Google und tippen dort ihr Problem ein, ja, für welches sie eine Lösung benötigen. Das kann zum Beispiel das Suchen nach einem bestimmten Produkt sein, das kann aber auch sein, nach Informationen zu bestimmten Themen suchen oder Lösungen für Probleme finden, ja. Und die Person, die das Problem am besten löst, die macht in der Regel auch das Geschäft. Ziemlich einfach, oder? Um im Internet Geld zu verdienen, ja, benötigst du wie beim Backen eines Kuchens gewisse Zutaten. Lässt du etwas weg, dann schmeckt der Kuchen nicht mehr. Und deswegen kannst du auf die folgenden Zutaten, die ich dir jetzt zeige, nicht verzichten, wenn du erfolgreich von zu Hause aus Geld verdienen willst. Was du benötigst, ist zum einen eine Lead Capture Page oder auch Landing Page genannt. Die brauchst du zum Einsammeln der Kontaktdaten, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse deiner zukünftigen Interessenten. Du brauchst einen Autoresponder, ein E-Mail-Marketing-System, ja, das ist das Herzstück deines Verkaufs, darüber verkaufst du. Ja, du informierst, du bindest deine Kunden an dich. Dann brauchst du als dritten Punkt ein Produkt oder ein Angebot. Es kann ein eigenes Produkt sein, das kann aber auch ein Fremdprodukt sein, für das du, wie gesagt, dann eine Vermittlungsprovision erhältst. Du brauchst eine Verkaufsseite, auf der du das Angebot präsentierst und verkaufst. Du brauchst einen Blog und dann brauchst du natürlich auch Besucher auf deinen Seiten. Und so funktioniert das System. Die Ausgangsbasis siehst du hier unter Punkt 1, die Landingpage. Hier kommt der Besucher drauf, trägt sich mit seiner E-Mail-Adresse oder mit seinen Kontaktdaten in deinen Newsletter ein, deine Liste ein und du kannst zum Beispiel auch Angebote unterbreiten. Umso weniger du abfragst, umso höher ist die Eintragungsquote und du kannst natürlich das auch ganz noch ein bisschen ja, verfeinern, indem du vielleicht ein PDF als Gratis-Download anbietest oder eine Checkliste oder ein Video, einfach irgendwas Gratis gibst, um den Anreiz zu erhöhen, dass der Besucher sich auf deine Liste einträgt. Dann im zweiten Bereich braucht, das siehst du hier, kommt der Baustein Traffic, Besucher. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ohne Besucher keine Eintragungen, keine Verkäufe. Besucherströme auf diese Seite zu leiten, kannst du über bezahlte Werbung machen. Du kannst es über Facebook-Werbung, Google AdWords, ganzen Pay-per-Click-Möglichkeiten, Banner-Werbung. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten, wie du Traffic auf deine Landingpage bekommen kannst. Wie du aber schon gemerkt hast, ist in der Regel das hier kostenpflichtig. Aber es gibt eine Traffic-Möglichkeit, die ich verwende, und du hast es vorhin im Screenshot gesehen, ein Großteil meiner Leads darüber generiere, nahezu 100%, weil ich sehr, sehr wenig in bezahlte Werbung investiere, sondern viel über meinen Blog mache. Ich erstelle einfach jeden Tag Content oder versuche jeden Tag Content zu erstellen. Mir gelingt es nicht jeden Tag, aber in der Regel schaffe ich es 5 bis 6 Mal die Woche. Und ich erstelle diesen Content, poste ihn, veröffentliche ihn auf meinem Blog und bekomme darüber dann Besucher auf meine Landingpage.
indem ich einfach in meinem Blogartikel zum Beispiel reinschreibe, für weitere Informationen klicke hier und wenn jetzt mein Blogartikel gut war, ich konnte ein Problem lösen oder eine gute Info weitergeben, dann klicken die Leute drauf, kommen auf meine Landingpage, tragen sich dann dort ein. Der Blog ist eine richtige Traffic-Maschine, weil jeden Content, den du dort veröffentlichst, das machst du einmal und wenn du es richtig machst, wird er in der Suchmaschine gefunden und beschert dir somit regelmäßige Besucher auf deinem Blog. Regelmäßige Besucher auf deinem Blog bedeuten regelmäßige Besucher auf deiner Landingpage und somit auch regelmäßig Leads. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Google Blogs liebt, weil die Aufgabe einer Suchmaschine ist ja ganz klar, den Suchenden möglichst viele relevante Informationen bereitzustellen, damit er auf seine Suche ja eine Antwort findet. Und wenn ich jetzt eine herkömmliche Webseite habe, die ich einmal aufsetze und an der kein neuer Inhalt mehr dazu kommt, dann ist der halt eben weniger interessant wie ein Blog, ja, der lebt, wo täglich oder einmal die Woche oder halt regelmäßig neue Inhalte dazukommen. Und ein weiterer Punkt ist dann, wenn du dann zum Beispiel wie mit einem Empower-Blog einen Blog hast, der schon eine hohe Authority hat, dann ist das natürlich eine Traffic-Maschine schlechthin. Okay, die Person kommt also auf die Landingpage, hat sich eingetragen, dann passieren zwei Dinge. Zum einen wird die Person bei mir weitergeleitet auf eine Verkaufsseite, wo sie ein einmaliges Angebot bekommt, das sie auch sonst nie mehr erhält. Das ist ganz wichtig dabei und die E-Mail-Adresse wandert gleichzeitig in mein Autoresponder-System, in mein E-Mail-Marketing-System, wo ich einmal E-Mails erstellt habe und die auch regelmäßig erweitere. Und immer wenn sich eine Person einträgt, dann fängt die Maschinerie an zu laufen, weil jede E-Mail hat einen Zeitpunkt, einen bestimmten Zeitpunkt, nachdem die E-Mail rausgeht. Und wenn sich jetzt jemand einträgt, dann bekommt eben die Person zu einem bestimmten Zeitpunkt immer eine E-Mail und ja, und dementsprechend ist in der E-Mail dann ebenfalls wie auf dem Blog ein Link hinterlegt, der dann den Interessenten auf die Verkaufsseiten führt und dort entsprechend ja Angebote vorfindet, wo er dann kaufen kann. Ja, und dieses einfache, einmal installierte System, das arbeitet 24 Stunden am Tag für mich, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über und keine Krankheitstage, keine Urlaube, einfach. Das System macht einfach nur seine Arbeit, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute. Und das ganze System kostet mich mit meinem Blog, mit der Autoresponder Software gerade mal etwas weniger als 30 Euro im Monat. Und dieses System ist der beste Vertriebsmitarbeiter, den ich habe, weil er nahezu alle ja meine Geschäfte ankundet. Du weißt nun, wie das System funktioniert und jetzt möchte ich dir zeigen, welche Fehler die meisten machen. Gerade zu Beginn und deshalb scheitern. Sorge also dafür, dass du diesen gravierenden Fehler vermeidest. Und zwar starten viele nach dem folgenden Schema. Sie verwenden sehr viel Zeit in den Aufbau von Webseiten, schauen, dass das optisch alles sehr, sehr gut aussieht. Also verstehe mich nicht falsch, eine Webseite sollte schon ansprechend gestaltet sein, aber ja, zunächst mal ist es wichtig, dass sie Ergebnis produziert. Die Optik ist dann eher zweitrangig. Die meisten verwenden jetzt ca. 90% der Zeit, gerade zu Beginn. Dann haben sie noch 9% der Zeit, wo sie Content erstellen und 1% der Zeit verwenden sie dann effektiv, also ca. 1% verwenden sie dann effektiv für ihre Promotion, für ihr Marketing und wundern sich dann, ja, warum sie nichts verkaufen. Und richtig wäre gerade die umgekehrte Reihenfolge. 90% der Zeit in Promotion Marketing investieren, 9% der Zeit in Erstellung von Content und 1% dann in den Aufbau von Webseiten und Optik. Und das ist das Geniale an Empower Network Blog. Der Blog ist schon so optimiert, dass du nur noch, ich sag mal, deine Banner hochlädst und dann anfangen kannst, Promotion zu machen, Marketing zu betreiben, die ersten Blogartikel zu betreiben, zu veröffentlichen und auch die Social Medias zu veröffentlichen. Einfach mit dem Marketing zu beginnen, ja, und Leads zu generieren. Und darum geht es letzten Endes. Ja, von deinem Empower Network Blog aus auf die verschiedenen Portale veröffentlichen und Marketing, Marketing, Marketing betreiben. Okay, wir sind nun am Ende des Videos angekommen. Was solltest du jetzt tun? Treffe eine Entscheidung. Erfolgreiche Menschen sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Willst du dir mit unserer Hilfe ein passives Einkommen über das Internet aufbauen? Und wenn deine Antwort ja lautet, dann klick jetzt unterhalb des Videos auf den Button und schreib dich in unser Team ein.
Schreib mir dann als nächstes eine E-Mail und ich schalte dich dann für unsere Internet-Marketing-Akademie frei. Und im Anschluss daran vereinbaren wir einen Termin für ein persönliches Strategiegespräch und beginnen mit der Umsetzung deines Vorhabens. Beachte aber bitte, dass meine Zeit sehr kostbar ist und ich nur mit den Menschen ein Strategiegespräch führen kann und auch will, ja, die wirklich, ja, Veränderung wollen, ja. Nicht irgendwelche Möchtegerns oder Hättegerns, sondern wirklich Menschen, die wirklich was verändern wollen in ihrem Leben. Und die auch noch mindestens dann das Inner Circle Paket erwerben. Und dieses Paket, das kannst du dann nach erfolgreicher Anmeldung über den Link unterhalb des Videos in deinem Empower Network Backoffice buchen. Falls du jetzt dich entschließt, nicht mit mir zusammenzuarbeiten, dann hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war, dass du viele gute Erkenntnisse hattest und ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Aber wenn du dich entschieden hast, ja, mit unserer Hilfe ein passives Einkommen über das Internet aufzubauen, wenn deine Antwort aus tiefem Herzen Ja lautet, dann klicke jetzt unterhalb des Videos auf den Button und schreibe dich in unserem Team ein. In diesem Sinne, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.